Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. So, unsere Stadtzufriedenheit vom Ebenendistrikt ist auf 13% erhöht. Oje, oje, da haben wir noch einiges vor uns. Aber die produzieren immerhin schon mal 223 Myora pro Nacht, das ist gut. Und drei Gebäude sind gebaut, acht Gebäude gebaut und drei Personen angekommen, so rum. Ja, ich, was war das gerade, irgendwas mit Vielfalt? Ich konnte es nicht mehr lesen. Warum plöppt sowas eigentlich immer dann auf, wenn ich, ah jetzt, bereit zum Einfordern? Über die Ziele oder, oh, ein T-Shirt können wir übrigens auch noch abgeben. Der ist jetzt hier so laut. Können wir hier gerade was einfordern? Wahrscheinlich nicht, oder? Manuel Test. ja, ich schau mal. Hier ist was grün. Grün, grün. Hi! Hast du schon die T-Shirts? Falls nicht, frage ich mich, wieso wir uns überhaupt unterhalten. Arsch, nimm das hier. So, verreck dran. Ja, er kriegt ein rustikales Kleid. Und nicht schlecht. Wobei er eine sie ist. Aber Ronny ist eigentlich ein männlicher Name. Also irgendwie ist das alles ein bisschen kompliziert teilweise. Okay, danke für das saubere T-Shirt. Keine Sorge, ich kleckere sicher bald wieder mit Marmelade. Ja, dann such dir jemand anderen, dem du deine schlechte Laune hier entgegenbringen kannst. Ah, Moment, Nachtmütze habe ich dafür bekommen. Du bist aber gerade nicht am Leuchten, ne? Hier kann ich so nichts machen. Nee. Aber ich sehe gerade, wir brauchen hier noch einen Bewohner. Haben wir da überhaupt Platz für einen Bewohner? Normalerweise schon. Zwei können einziehen. Wen haben wir denn hier? Halli, hallo, Hallöchen. Kaffee. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob ich im Café noch jemanden frei habe. Ja, genau. Jetzt musst du weiter. Sekunde. Im Café habe ich tatsächlich noch jemanden frei. Dann herzlich willkommen in dieser Stadt. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Hast du im Café gearbeitet? Ich weiß es nicht. Ich schmeiß dich jetzt einfach mal da in das Haus rein. So. Okay. Dann, jetzt habe ich mir ehrlich gesagt den Namen nicht gemerkt. Sie war es, ne? Café, genau. Sie... Achso, ich bin auch doof. Moment. Valentina. Ich muss ja erst das Café nehmen und dann kann ich auf Valentina gehen. So. Sie hat jetzt eine Arbeit. Yay! Haben wir sonst noch jemanden, der hier ins Café möchte? Nein. Aber wir haben noch eins, zwei Arbeitslosen. Ne? Die anderen arbeiten alle. Das sind vermutlich die, wo ich nicht so genau weiß, was ich mit denen machen soll. Ach, Winnie ist auch arbeitslos. Ach ja. Nee. Die arbeitet... Patrice ist arbeitslos. Nein! Wieso hat Patrice eine Arbeit? Hilfe! Was ist jetzt? Ich wollte doch ein Gebäude aussuchen. Nicht ein Gebäude. Rio ist arbeitslos. So, der wollte auf einer Farm arbeiten. Na gut, ich habe ja keine Farm. Aber ich könnte mal probieren... Moment, wo ist er jetzt? Rio. Ich könnte mal probieren, wenn da noch was frei ist, den in den Stadtgarten reinzusetzen. So, zack. Hat er wenigstens eine Arbeit? Sorry, Leute. Dass ihr alle genau die Sachen kriegt, die ihr gar nicht haben wollt. So, aber ich meine, Blumen und Farm ist ja irgendwo nur das Gleiche. Wiesenquartiere, Stadtgröße, bereit zum Einfordern. Jetzt kann ich was einfordern. Wir sind doch hier in diesem Quartier. Oh Gott, ich bin so... Nee, warte mal. War das hier? Kann ich dich auch einziehen lassen eigentlich? Du möchtest in der Bäckerei arbeiten. Ich glaube, da habe ich keinen Job mehr frei, aber ich lasse dich trotzdem einziehen, wenn ich kann. Ja, schmeiß mal einfach da rein. Oh Moment, da ist noch ein gelbes Ausrufezeichen. Hi. Alfred hat kürzlich meinen Cowboy-Hut als Aquarium verwendet. Wer solche Feinde hat, braucht keine Freunde mehr. Könntest du mir einen passenden Ersatz besorgen? Ja. Ich hoffe, ich habe einen.
Oh, das ist fantastisch. Ich bin schon gespannt, was du mir besorgen kannst. Perfekt. Was hat sie jetzt gesagt? Ein Cowboy-Hut muss es sein? Oder einfach nur... Ah, nee, sie hat nur den Cowboy-Hut. Knappenhut. Naja, ist ja fast das Gleiche, ne? Wobei ihr steht wahrscheinlich so ein... Oder? Na, ihr steht das bestimmt gut. Na? Na? Perfekt, ich trage den Hut, wann immer ich Sheriff spielen muss. Und der Fisch kann in der Zuckerdose schwimmen und der Zucker in meinem alten Cowboyhut bleiben. Okay, manchmal ist es schwer, mit Valentina befreundet zu sein. Mit ihr? Okay, ich nehme das jetzt mal so hin. War das... Nee, einfordern? Oh Gott, ich dachte, das Einfordern kann ich über das... Ich kann das doch nicht hier machen. Über das Singen machen, aber wenn er das darüber nicht macht, ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Ich habe aber schon wieder was Neues, was ich hier annehmen muss. Oder ich laufe einfach mal gegen die Wände. Hi! Das würde ich bloß für einen leckeren, gegrillten Barsch Seelenruhe tun. Ich hatte schon so lange keinen mehr. Kannst du mir einen besorgen? Ja, vielleicht finde ich ja einen. Ah, ich habe sogar einen. Perfekt. Ich habe einen einzigen sogar nur. Bitteschön. Ich mache euch alle glücklich, wenn ich kann. Wow, Barsch, Seelenruhe. Lässt sich super grillen. Ich würde dir etwas davon anbieten, aber ich möchte nicht. Danke. Vielen Dank. In den Genuss komme ich alleine. Danke. Ja. Jetzt kriege ich einen Cowboy-Hut. Ja, toll. Dann hätte ich auch den Cowboy-Hut. Dann hätte sie noch mehr Zucker da reintun können, weil der war sehr groß. Okay, wir gehen jetzt erstmal zum Ebenendistrikt. Ich bin hier gerade... Moment. Nee, da unten konnte ich aber nichts machen. Das war nur so kreuz und quer, ne? Konnte man denn hier noch irgendwas freiräumen oder so? Wahrscheinlich auch nicht. Den Tempel, denke ich mal, können wir uns zwar ansehen. Dein jüngstes Bauprojekt ist abgeschlossen und kann besichtigt werden. Ja, dankeschön. Das wollte ich gerade tun. Aber ich denke mal, viel wird man da nicht sehen. Ich kann da nur reinlaufen, ne? Ja, also viel ist hier im Tempel jetzt nicht zu sehen, aber sieht ganz schön aus. Also warum nicht? Das war... Ich weiß gar nicht, was das war. Ach, die Bibliothek, oder? Ja, genau. Das war die Bibliothek. Kann man hier noch irgendwas eventuell mitnehmen oder so? Ich glaube, bei der Bibliothek war so nichts, ne? Auch nicht bei dem anderen. Na gut. Geh mal wieder raus. So. Hier ist ein Häuschen. Da hinten ist das, was ich natürlich auch prompt falsch rum hingestellt habe. Okay, und da kann ich, glaube ich, wahrscheinlich eh nichts, außer vielleicht noch einen Jora oder so rausholen. Gehen wir erstmal hier hoch. Übrigens, wenn ich... Moment, der ist jetzt hier am Leuchten. Hä? Moment, erstmal... guten Tag. Sei gegrüßt. Ich bin Flora und mein Begleiter hier ist Eric. Wir sind gerade erst in Alaria angekommen und sind auf der Suche nach jemandem. Kennst du vielleicht Gameplayerin? Unsere Ältesten sagten uns, sie würden uns erwarten. Nee, kenne ich nicht. Hat die irgendwelche Schulden oder so? Ich bin Gameplayerin. Einen herzlichen Gruß, Gameplayerin. Es ist eine Freude, dich kennenzulernen. Es ist eine Freude, dich kennenzulernen. Oh, du hast vor unserer Ankunft keine Nachricht von unseren Ältesten erhalten. Dann lass mich dir bitte erklären, warum wir hier sind. Als Teil unserer Pilgerfahrt reisen wir durch die Welt und lernen sie kennen. Als unsere Ältesten hörten, dass sich Alaria wieder erholt, baten sie mich herzukommen. Sie sahen es als Gelegenheit, mehr darüber zu erfahren, was hier geschehen ist. Es scheint, als wären wir vor unserem Brief angekommen. Welch Verwirrung dies für alle Beteiligten gestiftet haben muss. Das bedeutet, dass du ihre Bitte um eine Unterkunft für uns auch nicht erhalten hast. Ach, das kriegen wir schon hin. Etwas Bescheidenes würde völlig reichen, Gameplayerin.
Erik und ich danken dir für jede Hilfe, die du uns geben kannst. Ja, wir haben reichlich viele Gasthäuser hier. Und komm mal her, komm mal her. Ja, die bescheidenste Unterkunft. Das ist kein Problem. Wieso darf ich denn nicht mit dir reden und dich einziehen lassen? Moment. Wir haben doch ganz viele Häuser. Die sind doch auch leer, meine ich, oder? Hier, kleines Haus leer. Ach so. Ach so. Kann ich den Bewohner zuweisen? Jetzt habe ich... Moment. Ach so, genau. Flora und Erik, das waren die beiden. So, und Erik, bitteschön. Ach, ich habe gedacht, ich muss die jetzt ansprechen. Ich bin auch wieder... Okay, okay, okay. Den machen wir auch ein bisschen das Zuhause schöner. Ich weiß zwar nicht, die wirken so ein bisschen mystisch. Machen wir mal grün. Habe ich schon. Oh. Verdammt. Jetzt habe ich es geändert, ich Idiot. Oh. Ich sage, ich bin heute ein bisschen... Sagen wir mal nichts zu. Dann machen wir aber die anderen Häuser mal ein bisschen schön. Nee, ich wollte eigentlich keinen Bewohner zuweisen. Wohnt der Rex noch nicht hier? Echt jetzt? Aber wir können ihm nicht seinen Traumjob anbieten. Egal, Hauptsache wir haben Bewohner. Gut, ich wollte das eigentlich jetzt ein bisschen verschönern, aber so geht's natürlich auch. So, Wandfarbe, keine Ahnung, so, was soll's. Noch ein paar, so. Und eine Marke, dass noch einer rein kann. Dann haben wir, glaube ich, hier alles, ne? Genau, so. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso springt der da jetzt nicht hin? Hallo. Kein Thema. Ich wäre gern zum anderen Haus gesprungen, aber dann machen wir es halt so. So, das dann vielleicht mit Rot kombiniert. Keine Ahnung, was noch schrecklich aussehen könnte. Blau würde noch, ich weiß es nicht. Ich mache mal das rein. Keine Ahnung. Blumenkasten hängen wir auch einen rein. Und dass zwei Leute da drin sein können. So. Darf ich jetzt vielleicht das andere? Jetzt darf ich das andere plötzlich wieder machen. Ich darf es nur nicht sehen. Okay, ich kann es auch in der Einstellung leider nicht ändern. Na gut. Ah, jetzt. Jetzt dreht es sich. Dann machen wir doch hier mal so ein ganz fröhlich buntes Häuschen. So, rosa passt besser als rot, würde ich mal behaupten. Achso, Blumenkasten haben wir keinen mehr. So, und das. 14 Häuser. Jetzt habe ich gar nicht mehr geguckt, wie viel ich jetzt überhaupt habe und alles. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall noch Platz für 6, 7, 8, 8 Bewohner. Nee, Moment, das ist der Stadtgarten. 6 Bewohner. Einer könnte noch in die Bäckerei einziehen, genau. Angestellte zuweisen. Da bin ich mir jetzt... Achso, doch. Rex hat ein Sternchen. Och, ja gut. Ja, cool. Dann kannst du doch da arbeiten, Rex. Ja, stimmt. Ich glaube, da war auch einer, der in der Bäckerei arbeiten wollte. Die wir übrigens auch noch nicht verschönert haben, sehe ich gerade. Haben wir hier nicht das... Ich weiß nicht. Ja gut, das sind auch Pilze, ne? Oder die Pilze. Wir machen einfach mal die Pilze. Weil die kann man hier unten ganz gut sehen. Ist ja eine Bäckerei, also warum soll ich nicht mit Pilzen arbeiten? Das ist ein Ei, was immer auslaufen ist. So. sehr schön. Moment, Croissant oder... Nee, wir nehmen mal hier die... Die finde ich cooler. Dekoration vorne. Können wir entweder Zuckerguss oder ein Hörnchen. Genau, machen wir ein Hörnchen drauf. Das sieht doch cool aus. So, dann darf natürlich noch einer mit hier arbeiten. Erzeugt das Gebäude mehr Miora? Je nach Kreativität der Angestellten. Ich weiß natürlich nicht, wie kreativ der jetzt ist. Das ist der Rex. Der Rex. Moment. Kann ich da jetzt draufklicken? Nee, da steht nur Angestellte zuweisen. Das ist doch doof. Das will ich aber nicht.
Hat 5 Kreativität. Oh, guck mal hier. Gastwirt. Also das Gasthaus mit Emily. Ach nee, der hat gar keine Kreativität. Das ist der Service. Was rede ich denn hier? Der hat 6 Kreativität. Die sind alle arbeitslos. Die haben gar keine Kreativität. Nee, also sehr kreativ sind meine Leute irgendwie nicht hier. Ja, und der ist arbeitslos. Da kann ich es halt nicht mit benutzen. Naja, gut. So, Rex gehört jetzt zum Ebenendistrikt. Das ist sehr schön. Weise Flora einen Tempel zu, weil... Ah, so, okay. Ja, kein Thema. Das habe ich gar nicht mitbekommen jetzt. Aber okay. Flora und Fauna. Hießen die jetzt Flora und Fauna? Flora? Nee, Flora und Erik. gut, der Tempel. Stimmt, den konnten wir jetzt noch gar nicht... Dann weisen wir Flora erstmal zu und müssen da mal gucken. Angestelltenplatz. Aber eigentlich könnten wir da ja noch mehr Angestellte reinmachen. Je nach Produktion. Kreativität. Achso, um 2 an. Ah. Ja, dann nehmen wir das doch, wenn wir da sowieso 2 haben. Und Angestellte zuweisen. Erik, sonst haben wir ja keinen, der gerne im Tempel arbeiten würde, ne? Okay. Perfekt. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier... Das ist ja ein Tempel, ne? Machen wir mal Regenbogenfarbe. Der Sockel, das ist der hier unten, der soll schön bodenständig sein. Wir haben gar keinen... Ach, das ist alles mit diesen... Steinsymbol, das ist doof. Dann nehmen wir das Grüne. So, ist ja egal. Und das ist das ganz untere. Das machen wir mal rot. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sehr schön, der ist schon mal auf 2 aufgestiegen. Perfekt. So, dann gucken wir mal eben... Ah ne, unter Tempel kann ich das jetzt nicht sehen. Wohlbefinden. Ja, Wohlbefinden denke ich mal, wenn das nicht vorher schon so hoch war, dass das höher geht, wenn die wirklich ihren Traumjob gefunden haben. Ich bin mir nicht sicher, weil er hat nämlich jetzt auch ganz hoch. Aber die haben total beschissene Produktion hier. Passe 20 Gebäude an. Okay, dann... Hier, Flora und Erik haben wir auch. Kommt hier noch was? Nee, ne? Was mit dir? Achso, du bist arbeitslos, oder? Deswegen? Okay. Ja, ja, ja. Ist okay. Tschüss. Ich wollte nur gerade wissen, aber das heißt, dass die arbeitslos ist. Das ist ja klar. So. Achso, da. Das haben wir. Haben wir eine mehr oder weniger schöne neue Tapete bekommen? Passt 50 Gebäude an. Ja, wenn es sonst weiter nichts ist. 15 Bewohner. Ah. Sehr schön. Okay. Ja, da hinten flog da hinten jetzt gerade was. Aber ihr seid schon komische Persönchen hier irgendwie, ne? Okay, was haben wir denn hier? Blockaden. Also wir brauchen immer noch 9 Dekorationen. Wir brauchen aber nur noch 6 Bewohner. Das ändere ich hier mal eben. Und 2-mal Traumjob habe ich gemacht. Jetzt habe ich auf einmal mehr Sterne. Das ist doch Mist hier. Das finde ich nicht nett. Ja, sonst haben wir ja alles im Endeffekt hier gemacht. Wir hätten, glaube ich, haben wir noch eine Blockade, weil da ist noch ein Stern drin. Und immer noch die 9 Dekorationen. Das mit den Gebäuden, das kann ich schon mal durchstreichen. So. Okay. Ach, ich bin so blöd. Ich sehe das jetzt gerade. Ich kann doch mit Tab beanspruchen.
Ah! Okay. Oh Gott, ich bin wirklich. Natürlich mit Tab. Es stand hier jetzt unten rechts drin. Ah! Eieiei. Und 91% haben wir schon. Jetzt gehe ich aber gleich auch mal kurz hinten gucken. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen. Wir haben. Der ist arbeitslos. Der würde gerne Taverne haben. Ja, Taverne ist kein Café, aber ich könnte ihn ja theoretisch auch ins Café setzen, ne? Der würde gerne in die Bibliothek. Ja, Moment. Die habe ich. Ach so, die habe ich noch nicht zugewiesen. Ah, Moment, Moment, Moment. Gasthaus ist übrigens noch keiner. Ach so, Gasthaus ist aber auch nicht Café. Café. Moment, Café würde ich. Habe ich jetzt vergessen, wer es war? Oh nein. Ich weiß nur noch, der hier wollte in die Bibliothek. Ich mache erstmal die Bibliothek. Moment. Wo sind die jetzt hier? Café. Bibliothek, da. So. Ist eine Sie, aber ist okay. Wollte hier hin. Sehr schön. Und jetzt muss ich doch noch mal kurz gucken. Yuriko. Ist das jetzt unser ein. Nee, wir haben zwei Arbeitslose. Der wollte ins Badehaus. Ist ein Tempel wie ein Badehaus? Ich weiß nicht. Ja, das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob ich vielleicht doch noch ein Badehaus kriege oder so, ne? Naja, gut, aber wir machen den Yuriko, der möchte gern in eine Taverne, der kann, oh, bin ich ganz rausgegangen, der kann doch bestimmt auch in einem Café arbeiten. Yuriko. Café, weil da ist nämlich noch gar keiner drin und die verdienen dementsprechend auch nichts. So, hier, Yuriko, ist nicht sein Traumberuf, aber wer arbeitet schon? Oder wie viele Leute arbeiten schon in ihren Traumberufen, ne? Ich sehe übrigens gerade die Taverne. Habe ich noch gar nicht verschönert. Ein bisschen habe ich noch. Nee, es war auch gar nicht die Taverne, es war das Café. Was rede ich denn hier für ein Quatsch? Ein bisschen habe ich noch. Also eins könnten wir theoretisch noch machen. Nehmen wir das. Und rot. Und die Wand ist da unten. Das finde ich so schrecklich mit dem Blau, aber da haben wir so viel von. Oder ich mache es auch rot, das kann ich natürlich auch. So, Yurikos Café. Tut mir leid, Junge, aber, ne? Man kriegt nicht immer seinen Traumjob. Es tut mir leid. So, dann haben wir da schon mal wieder was, dass wir einen reinsetzen können. Wir haben nicht mehr ganz so viele Marken, obwohl, na komm, machen wir die auch noch frei. Dachdekoration können wir machen. Moment. Ach so, ich habe keine Miora. Schade. Das wäre jetzt was gewesen, was bestimmt gut gepasst hätte. Ja, es ist halt Ernährung, ne? Irgendjemand muss bei mir doch auch was verdienen. Also, wir hatten doch noch einen Arbeitslosen hier. Also, ich glaube, ein Badehaus wird er sowieso nicht bekommen. Ich muss mal gucken. Der Stadtgarten, der hätte noch ein Plätzchen frei. Der kann sich doch irgendwie einen kleinen See oder sowas da reinmachen. Ach so, das Gasthaus ist auch noch frei. Da arbeitet keiner. Also tut mir leid, aber irgendeiner muss auch im Gasthaus arbeiten. Das ist zwar Service, aber es tut mir leid, aber ich setze dich jetzt mal da rein. Ich weiß, es ist nicht dein Traumjob, aber Hauptsache, du bist nicht arbeitslos. Ne? Du kannst ja nicht die ganze Zeit hier faul irgendwie. Gut, ist wieder ein Gasthaus. Machen wir wieder mit den Farben. Und eins können wir hier noch machen. Ich habe gar kein. Doch, ich habe noch rosa. Machen wir mal das. So, jetzt sind wir komplett pleite. Okay. Ja! Oh, was jetzt? Die Stadt ist harmonischer denn je, Lehrling. Geh ja zum Stadtplatz, wenn du bereit bist, das Lied zu singen. Ach, das war das. Okay. Okay. Jetzt kriege ich die Taverne. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Das ist nicht euer Ernst. Okay, das war jetzt. Oh, Moment, was war das eine? Irgendeine Dekoration. Blaupausen.
Für ein Restaurant. Ich glaube, irgendjemand hatte ich, der wirklich im Restaurant arbeiten wollte. Was ist das andere? Da. Das war die Taverne. Ja. Was soll ich da jetzt zu sagen? Ich bin jetzt gerade. Jetzt habe ich den gerade was. Moment. Badehaus Blaupause. Ich muss noch einen Distrikt freischalten. Aber wie sammle ich dann Holz? Ach so, indem ich die Bäume. Moment, das muss ich mir mal eben aufschreiben. Ich brauche 46 Holz. Ganz wichtig. Und ich muss noch einen Distrikt freischalten, damit ich dann die. Farm hätte ich auch. Nein, ich hätte noch einen Stadtgarten machen müssen. Dann hätte ich die Farm erbauen können. Oh, ist das euer Ernst? Ich habe da vorher nie nachgeguckt. Dann baue ich hier jetzt noch einen Stadtgarten. Achso, kann ich jetzt gar nicht, oder? Oder habe ich die Myra dazu? Moment, ich bin gleich soweit. Nee, ich kann. Doch, Moment. Stadtgarten. Oh. Diesmal aber richtig rum, bitte. Das ist ja so ein schönes Gebäude, was man hier so beim Tempel hinsetzen kann. Ne? So. So. Zack. Wird das jetzt auch noch gebaut. So. So. Bereit zum Einfordern. Ja. Jetzt fühle ich mich etwas verarscht, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich die Farm. Jetzt, wo ich dem einen gesagt habe, er kriegt seinen Traumjob nicht. Oh je, oh je, oh je. Mal eben gucken, was ich da eigentlich für brauche. Stadtgarten. Jetzt habe ich auch noch was im Auge und sehe nichts. Ein Tempel kann ich, Picknick. Farm, hier. Gut, da habe ich jetzt eh noch nicht die passenden Dinger zu. Das ärgert mich jetzt wirklich, ne? Was brauche ich dafür? Matschig. Okay. Matschig habe ich jetzt bei mir nicht auf die Liste gesetzt, aber brauche ich unbedingt. Matschig und was war das andere? Stinkend. Die beiden brauche ich unbedingt. Okay, na gut. Dann werde ich jetzt noch schnell mit euch das Ganze besingen. Deine harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Du hast die Harmonie in diesem Distrikt wiederhergestellt. Bäckerei sieht aber richtig knufflig aus. Da ist ein Übergang. Es scheint ein Naturschutzgebiet zu. Oh, ist ja ein riesiger. Wow. Das sieht ja geil aus. Und ein Müllhaufen. Okay. Und da unten ist der Distrikt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, dreh mal um. Ja. Was ist das? Waldregion wurde freigeschaltet. Oh, ich bin so. Ziel abgeschlossen. Wieso? Ach so, wegen dem Distrikt, den ich noch machen musste, wahrscheinlich. Ja gut. Hier haben wir jetzt aber trotzdem Stadtzufriedenheit 100, obwohl wir den Rest jetzt noch nicht gemacht haben. Wo ist denn das jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Da hinten, ne? Am besten fliege ich da eben hin. Wiesenquartiere. Moment, hä? Ach, Waldregion, da unten. Ja, ich glaube, das ist besser hinzufliegen, anstatt hier. Eieiei. Und ich kann jetzt nichts frei machen. Das ist doch fies. Hier muss ich das Gleiche dann auch wieder machen, ne? Mit den Bewohner, Bewohneranfragen und so weiter.
Drei Bewohner, okay. Ja, fast das gleiche. Okay. Aber ich würde trotzdem sagen, oh, das ist gemein, 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 gemein. Also, ich würde trotzdem sagen, da wir jetzt hier leider nicht allzu viel machen können, weil ich kann hier nichts freischalten und nichts, weil meine Miora. Ja. Ach so, sollen wir mit der Instanz. Ja, okay, das können wir noch kurz machen. Komme ich da links auch hoch? Ja, da. Alambic, das ist gut. Ich wollte mich gerade kurz verabschieden. Beziehungsweise, ja, da komme ich gleich nochmal zu. Aber das ist gut, dass du mich daran erinnerst, weil das kann man ja, glaube ich, kostenlos machen, ne? Genau. Ja, sollt ihr. Bitte. Bitte, bitte. So, und hier links, die werden wahrscheinlich wieder sehr teuer sein, die anderen, ne? 260, ja. Ist dann die Frage, was ich als erstes mache. Die Distrikte freischalten oder einen Distrikt freischalten. Aber das sieht so geil aus hier. Sieht auch so schön aus. Okay. Also, was ich ursprünglich sagen wollte, ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Da wir sowieso keine Miora haben, werde ich mich noch ein bisschen um die Planeten, wollte ich gerade sagen, um die Dinger da im Baum kümmern. Die Samen, Stränge, keine Ahnung, die Äste, sage ich mal. Und werde den Tag ausklingen lassen. Und ich werde dann gemeinsam mit euch, auch wenn ich es gerade ehrlich gesagt kaum erwarten kann, werde dann gemeinsam mit euch in der nächsten Folge diesen neuen Distrikt hier erforschen. Und dann hoffentlich auch noch was anklicken können, dass wieder Miora hinzukommt. Und wir wieder was freilegen können, was natürlich dann auch wieder einen Tag dauert, um was freizulegen. Oh Gott, ich bin gerade so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen oder denken soll. Ja, ich verabschiede mich dann erstmal und sage dann bis zur nächsten Folge. Ciao!